Hier war ein Krog. Irgendwie bin ich nicht erfüllt. Mir fehlt die Belohnung. Nichts. Ja, eine wunderschöne Aussicht. Klar, eine große Herausforderung, die wir geschafft haben. Aber. Boah, ist das schön. Und seht mal da. Noch so ein riesiges Eisgebirge. Das ist echt hinter Schloss Hyrule. Der Wald, der ist dahinter. Das wird lustig. Okay, wir gehen jetzt einfach nochmal da auf den Berg drauf. Joa, mag man jetzt von halten, was man will, ne? Die Arena. War jetzt ganz nett, klar, die Herausforderung war da. War halt eine Arena. Aber. Weiß nicht. So ein. Zumindest so ein. Ja, von mir aus ein Soldat. Schatztruhe in der Nähe. Was ist jetzt los? Zumindest so ein Soldatenschwert oder Ritterschwert hätte man da doch hinpacken können. Erkennt ihr es? Das vergessene Plateau. Was ist lange her? Wow. Werden immer größer, ne? Weg sind sie. Ist das da auch alles begehbar? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist denn hier ein Schatz? Hey, das ist ein Stall. Okay. Ernsthaft? Ernsthaft, seid ihr... Du hast mich entdeckt, obwohl es dazu unmöglich war. Ja, hab ich. Tschüssi. Verrückter Krog. Wo ist hier mit dem Schatz? Wahrscheinlich unten. Man bekommt Epona, das gute Pferd von unserem guten Link. Übrigens tatsächlich nur durch die Smash Bros. Link Amiibo. Die ich mir niemals bestellen würde, nur um Epona in einem Spiel zu bekommen. Das ist vollkommener Quatsch. Daher, ne? Und noch einer. Ja, mein Deck. Was ist los mit dir, Mensch? So. Okay. Wir haben es geschafft. So, wo ist jetzt mit dem Schatz? Hier ist kein Schatz. Was denn hier los? Udo, wenn du schaffst, über diese felsige Berge im Osten zu kraxeln, dann kommst du zu so einer uralten Arena-Ruine. Heutzutage gibt es da nur noch Monster und Halunken, die nach irgendwelchen verrückten Waffen suchen.
Ganz nebenbei, ich verkaufe auch Ausrüstung für Abenteurer. Als Söldner verdient man einfach nicht genug. Na, zeig mal. Ist doch nicht schlimm, dass ich nur Pfeile dabei hab. Wer die Pfeile nicht ehrt, der ist den Bogen nicht wert. Der ist schön. Okay, ja, alle Pfeile bitte. Alle Holzpfeile, ja, her damit. Ich sehe schon, du lässt dich nicht lumpen. Na, her damit. Gut gerüstet ist schon halb gewonnen. Schön. Und die auch noch alle. Her damit. Du bist ein guter Kunde. Okay, und die Feuerpfeile bitte auch alle. Und die 5er Sätze Feuerpfeile auch bitte. Ja, damit. Bist du auch ganz sicher, dass du jetzt alles hast? Ja, danke, ich habe mich leer gekauft. Ja, gut, bis bald. Schöne Brille. Schöne Brille. Boah, der hat aber ein strenges Gesicht. Und hey, 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 Terry, warte, warte. Sie und ich, wir haben schon die unterschiedlichsten Orte bereist. Was hätten Sie denn gern? Oder möchten Sie etwas verkaufen? Na, zeig mal. Oh, ich bin sicher, dass ich auch für dich etwas im Angebot habe. Ja, Holzpfeile. Maxi-Echse. Was ist jetzt los? Holzpfeile! Ja, bitte her damit. Danke sehr. Nee, ich war noch nicht fertig. Oh, Entschuldigung. Was wollen Sie denn auch noch haben? Die 5er-Sätze bitte. Oh, gerne. Ja, okay, her damit. Gut, hier, für 60 Rubine. Dankeschön. Danke sehr. Oh, tut mir leid, gerade ausverkauft. Ich danke Ihnen. Kann ich sonst noch helfen? Nee, auf Wiedersehen. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Kauf mal neue Pfeile. Moment, wie viele haben wir jetzt? 94! Ich denke mal, damit kommen wir so die nächsten 2 Minuten aus. Wo ist jetzt dieser Schatz? Ist der echt da oben irgendwo auf der Mauer? Das ist die Mauer vom vergessenen Plateau, ne? Er könnte... Das ist ja sehr genau. Er könnte hier sein. Er könnte hier sein. Er könnte hier sein. Er könnte hier sein. Ich schätze schon, dass er irgendwo da von außen an der Mauer hängt. Ich bin so bescheuert. Klettert der schnell, oder? Jetzt schweigt unser Radar, oder was? Das ist super. Hier. Fällt er doch! Oh, toll. Toll. Also, es scheint irgendwo oben zu sein. Also, sonst macht es ja keinen Sinn. Aber dass da ein Stall ist, da hinten. Da, seht mal. Direkt beim Tempel. Macht aber Sinn. Ist euch das aufgefallen, dass bei allen wichtigen Orten ein Tempel ist? Bei Städten, bei Stellen. Wisst ihr auch warum? Überlegt mal. Damit man sich hin teleportieren kann. Wir müssen aber hier eine kleine Pause machen, sonst reicht die Ausdauer nicht. So. Da ist die Kiste! Ja, die hat man aber auch von
vom Plateau aus holen können. Damals. Damals, vor 20 Stunden. Spielzeit. Ein Opal. Und vor allen Dingen haben wir die von da oben aus aufgespürt. Der Sensor ist echt gruselig. Shika-Sensor. Schreine. So. Okay, ja, wo sind wir denn jetzt? Jetzt da ist auch. Ja, nehmen wir die Ecke hier mit. Und gehen dann nach oben. Machen wir es so. Verbrannte Gebäude. Nein, wir speichern mal. Ach ja, übrigens, die zweite Waffe, die unser Junge sehen will, ist ein Feuerstab. Das heißt, die behalten wir da natürlich. Ey, ohne Spaß. Ohne Spaß, ne? Wenn ich so eine Hexe wäre und das könnte, ich würde auch so rumtanzen. Das ist so lustig. So in der Luft rumlaufen. So verrückt. Entschuldigung. Alina braucht nichts. Fuchs, fang das! Passt. Okay. Oh. Ich dachte. Zack, ich habe schon den Krogblick. Ist ganz schlimm. So. Oh, Moblins. Die haben wir schon, ne? Okay, okay. Jetzt müssen wir eigentlich wieder auf die Bäume klettern, ne? Gehört dazu. Auf die Bäume klettern, auf die Berge klettern. Ja, der Ritterbogen ist stark. Sagen wir es mal so. Ja, über die Brücke hinweg will ich nicht gehen. Ich will mir nur den Tempel unten gerade holen. Weil da hinten ist ja neues Gebiet, seht ihr das? Aber der Tempel gehört doch dazu. Kann man nicht drauf stehen. Nein. Okay. Das machen wir von der anderen Seite aus. Ich denke mal, da könnte es klappen, aber auch das ist knapp. Hallo. Der war gut. So, Dick Dog.
Hängebrücke. Toller Name und noch viel besser als der Name ist das, was im Wasser wartet, da unten irgendwo. Ja, ja. Wo war der denn? Immer so unauffällig. Okay. Ja, direkt unter uns. Oh, die Musik ist schön. Da. Okay, erstmal unsere Pflichten. Kennen wir ja inzwischen. 1:20. Die Musik ist schön. Richtig schön. Okay, Tasche, Kleidung, hey, der hat voll das Krummschwert da dran hängen. Komm. Keine Waffe, die ein bisschen mehr Schaden macht. 20. 26, 26. Nein! Ist da ein Millimeter zu nah dran? Ich bin Hinox, ich trete dich tot. Vor allen Dingen, der erste Tritt, habt ihr das gesehen, der wurde vom Schild abgewehrt. Das ist das Schild kaputt gegangen, dann waren wir tot. Kennt ihr das? Wenn ihr Durst habt und trinkt, und der Durst einfach nicht weggeht. Oh, okay. Wir nehmen unser Ritterschild. Ja, wobei, wir können das Schild nehmen. Thank you.
Boah. Junge, Junge, Junge. Dann eben so, ne? Ein Mondsäbel. Eine wunderschöne, geschwungene Klinge mit Gerudo-Gravierungen, die unglaublich scharf ist. Früher soll dieser Säbel auch bei Ritualen verwendet worden sein. Oh. Junge, Junge. Röstschleichschnecke. Eine in ihrer Schale Stellt euch mal vor, euer Haus oder eure Wohnung wird auf ein Herd gesetzt werden. Schön, ne? Doch dadurch riecht nicht weniger schmackhaft und nährstoffreich. Toll. Ja. Schadenmäßig? Ja. Nicht schlecht. Oh, das Schwert ist so schön. Okay. Röstforelle. Forellen können ganz der Ruhe gefangen werden. Diese hier wurde am Stück gegart. Was ihr Fleisch zart und würzig gemacht hat. Röstschnapper. Dieser Schnapper, ein Salzwasserfisch, wurde im Ganzen gegrillt. Er besitzt ein unverkennbar zartes, weißes Fleisch und eine knusprige, aromatische Haut. Jetzt mal ganz ehrlich, würdet ihr etwas essen, was aus so einem großen Vieh rausgeplatzt ist? Nee, ne? Dieser Wasserfall kommt vom Plateau hinunter. Nur so im Hintergrund behalten. So, dieser Brücke hier folgen wir aber nicht. Denn da geht's dann in die Gerudo-Wüste und das gibt's erst viel, viel später. Was haben wir denn da? Stimmt, ein Krog. Da, guck mal. Allzeit bekannte Leid, ne? Viel zu viele Sachen zu entdecken. Wir gehen jetzt zuallererst runter zum Tempel. Denn wenn wir den Tempel entdeckt haben, können wir dann von verschiedenen Orten hier wieder zum Tempel reisen, damit wir nicht immer wieder mit Eisblöcken übers Wasser laufen müssen. Der ist aber auch relativ gut versteckt. Da-Kosa-Schrein. Kaso-Schrein. Da-Kaso-Schrein. So rum. Okay, schön. Aktivieren wir. Ah, jetzt hat er vorhin auch wieder gesagt, ja, die Arena ist verlassen, außer Leute, die nach legendären Waffen suchen. Ist doch auch wieder so, da ist eine Waffe versteckt. Das darf doch nicht wahr sein. Als gäbe es da eine Kiste mit irgendeinem? Ich weiß ja nicht. Aber man muss ja sagen, die wirklich tollen Waffen, Master Sword, klar, aber die bekommt man, glaube ich, echt durch Amiibos. Twilight-Bogen zum Beispiel. Muah. Oh wei. Willkommen, Pilger, mein Name ist Da-Kaso. Im Namen der Göttin Hylia wird deine Kraft geprüft. Nein! Kraftprobe, Leid. Ja, komm. Ne, da sollte schon eine Mobkeule reichen. Nee, wollen wir nicht übertreiben. Wir nehmen mal Soldatenschwert. Au! Naja. Ne. Also wer Leid, mittel und schwer gemacht hat. Der hat's fast kaputt. Oh. Ich finde das so toll. Okay, sehr schön. Bekommen wir wieder eine tolle Ausrüstung? Vielleicht was Einzigartiges? Das Chica-Symbol. Schön. Und
Antiker Reaktorkern, Nummer 2 von 3. Dieser Energiekristall wurde mit Hilfe Tipapo, kennen wir ja bereits. Super. Bald können wir das Stasis-Modul verbessern. Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Und der Held hält. Im Namen der Göttin Hylia vielleicht die ein Zeichen der Bewährung. Sehr schön. Da verstehe ich aber die geografische Anordnung jetzt nicht. Warum hier der leichte Schrein ist. Hiermit ist mein Dienst erfüllt, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Warum? Warum ist hier jetzt der leichte Schrein? Okidoki. Ich bin, was mich halt auch noch extremst. Ne? Anspannt, oder worauf ich extrem gespannt bin. Wir werden ja sicherlich in der Gerudo-Wüste irgendwo eine Stadt der Gerudo finden. Wie sehen die aus? Die Häuser sehen ganz anders und so. Sie, was ich meine? Hör auf da hinten! Mistvieh. So. Krok, ich komme. Nur für dich laufe ich übers Wasser, wie ein Verrückter. Und der Wasserfall da, seht mal, der kommt vom Plateau. Das ist der da. Ein Totenfluss. Aber auch interessant, oder? Es war also Pura, uns in den Tempel, in den Schrein des Lebens gesteckt hat. Fische, bitte nicht so provokant, sonst fange ich euch. Hey, Hyrule Barsch. Boah, die habe ich schon in Twilight Princess geangelt. Hier ist dann also die Gerudo-Wüste. So, Krok, hier, fang mal. Boah, boah, okay, so nicht. Oh nee, ne? Hab schon verstanden. Okay, oder auch nicht. Will den da drauf werfen? Nein, hol ich keine Steine mehr. Ja! Wie gut war das denn? Wie gut war das denn? Du hast mich entdeckt! Super! Tschüssi! 92. Das war ja mal ein Meisterstreich, oder? Aber ja, nicht schlecht. So!
Gut, und jetzt können wir uns das Zurücklaufen sparen, indem wir uns hier zum. Tempel teleportieren. Da sind wir da. Da. So, wo ist der zweite Krog? Da hinten, oder? Ihr könnt doch das Floß nehmen, ne? Es regnet. Super. Immer. Immer. Wenn ich es nicht brauche, regnet's. Das ist mein Fluch. Es geht ja. Anfangs echt gezweifelt wegen der Sheikah Slate. Wegen Technik und die Idee, so, ja, wir wollten ein bisschen Technik mit einbauen, das alles die Sheikah, so ein technikbegabtes Volk und die Wächter, Maschinen. Das ist, aber letztlich. Wow. Ich sag's nochmal, wäre echt schön. Ein Add-on, Hyrule vorher. Die Vorgeschichte. Verspielt, aber. Ich vermute mal, das wird's nicht geben. Du hast mich entdeckt! Tschüssi! Schön, schön. Haben wir's auch geschafft. So. Spürt die Keule eurer nicht knochigen Kameraden. So, und hier geht's relativ kletterfrei nach oben. Das ist gut. Dann kommen wir jetzt auf in Richtung des Stalls und des nächsten Schreines, der auch hier war. Hallo Fuchs. Es gibt übrigens 120 Schreine. Genau 120. Und es gibt ja dann später noch durch den Season Pass, den ich besitze, angeblich weitere Schreine. Oder zumindest einen, habe ich gelesen. Blues hatte ich wohl nicht gehört. Wir hätten den Blues Clues nennen sollen. Kleiner Insider. So, hier der Weg durch die Schlucht müsste uns zum Stall führen, oder? Und damit auch direkt zum nächsten Schrein, lustigerweise. Können wir direkt auch noch machen. Wie viele Schreine haben wir denn bitte gemacht? 3? 4? 10? Oh, ist das schön, wenn ich die Musik schon höre. La la la. La 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 la. Was ist denn hier los? Hey! Aliza. Endlich bist du hier! Es hat also gestimmt, dass ich den Helden unter den Zweigen dieses Baumes treffen könnte. Ist das eine Lüge, wenn wir sagen, eine Verwechslung? Ich meine, im Tempel wird immer gesagt, du bist der auserwählte Held. Und jetzt zu sagen, ich bin es nicht,
Scheint so. Wusste ich's doch. Netter Versuch, aber so einfach lasse ich mich nicht reinlegen. Der Held führt doch das legendäre Schwert. Das hast du nicht. Wenn du dem Träger des legendären Schwerts begegnest, richte ihn bitte aus, dass ich hier auf ihn warte. Mein Held! Oh Gott. Hier wird man ja ganz nass. Wow. War schon ein bisschen... Welches Schwert meint sie wohl? Stall der Ebene. La 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 la. Na hallo. Boah, viele Aufgaben. Hi. Todor. Hüder Reisender, du hast dich vielleicht unterwegs einen Schimmel gesehen. Doch auf ganz vielen Pilzen. Mein Opa hat immer erzählt, dass er vor langer Zeit beim Salfura-Hügel den Schimmel der Königsfamilie gesehen hat. Ein Gast, der vor kurzem hier war, will einen Schimmel am Salfura-Hügel gesehen haben. Gut möglich, dass er von jenem Schimmel des Königshauses abstammt, von dem mein Opa erzählt hat. Wenn du auf deinen Reisen zufällig einen Schimmel siehst, wärst du so gut, ihn zu mir zu bringen. Ja? Sehr gut. Es wäre toll, wenn du einen Schimmel als dein Pferd registrieren und zu mir bringen könntest. Der Schimmel am Salfura-Hügel soll makellos weiß sein und sich immer etwas abseits von anderen Pferden aufhalten. Tja, will ich dich nicht weiter aufhalten. Ein ganz weißes Pferd. Boah, das heißt Schattenfell. Das ist immer sowas von Schattenfell. Dieser Schimmel von Salfura-Hügel soll schneeweiß sein, schattenmähnenweiß, ohne jegliche andere Markierung. Die Schattenmähne. Die Schattenfell. Angeblich hält er sich abseits von anderen Pferden auf. Schattenfell ist nämlich einzigartig. Das letzte Pferd seines Blutstamms. Wenn du ihn zu deinem Pferd machen und zu mir bringen könntest, wäre das das Größte für mich. Natürlich, Todor. Hallo? Trond. Willkommen und so. Was macht der Künstler hier? Bist du müde? Oh, merkt man es mir schon an. Die Sache ist die, ich mag Pferde. Also, wollte ich bei einem Stall anfangen. Und prompt wurde ich hier mitten im Nirgendwo postiert. Kann ich auch prima mitleben, aber ich darf Tag und Nacht schuften und schlafe deswegen fast schon im Stehen ein. Ja, klingt anstrengend. Wenn es wenigstens mal Fleisch zu essen geben würde, so ein saftiges, rohes Stück Luxuswild wäre genau das Richtige. Hey, der Fleischfresser. Willkommen und so. Ach, was gäbe ich für ein richtig schönes, frisches Luxuswild. Dieser Geruch. Rieche ich da etwa frisches, rohes Luxuswild? Verkaufst du es mir? Ja, von mir aus. Meinst du es ernst? Dann will ich mich nicht lumpen lassen und dir 100 Rubine geben. Hier draußen kann man sich sowieso nicht damit beglücken. Hier, bitte. Silberner Rubin. Danke, jetzt geht's mir besser. Jetzt kann ich mich bei meiner Arbeit auch wieder richtig reinhängen. Wenn du wieder frisches Luxuswild hast, komm schon vorbei. Hey. Ja, wo bin ich hier überhaupt, lieber Trond? Das hier ist der Stall der Ebene, mitten im Nirgendwo. Im Norden sind die Hyrule-Gebirge, über die man zum Dorf der Orni kommt. Im Südwesten ist die Gerudo-Wüste, aber die Monster dort machen die Reise gefährlich. Noch was? Ja, gibt's hier Jagdgebiete. Kurz vor dem Hyrule-Gebirge in der Nähe vom Satori-Berg wimmelt es manchmal nur so von Wild. Dort soll der Herr der Wildnis leben. Der wohl nach was schmeckt. Der Herr der Wildnis, das ist wieder so ein Drache. Noch was? Ja, hier, Luxuswild. Danke. Hey, du hast gar kein Luxuswild. Und ich hatte mich schon gefreut. Naja, wenn du doch mal frisches Luxuswild hast, komm zu mir. Ja gut, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schön. Aufgabe erledigt. Was machst du hier?